Ja, kannst mal sehen, da kommt die Polizei und ich fahre tatsächlich 35. 30 ist hier auch nur erlaubt. Mit Toleranz 35, tja. Als wenn ich sie wieder gerochen hätte. Tja, und dann hatte ich da noch so ein Thema, was mir auch ziemlich auf die Eier geht. Und das hier die Beschränkung mit den Motorrädern. Dass sie überall verteufelt werden, schlecht dargestellt, gerade in den Medien. Wird Framing betrieben ohne Ende. Wird nur von Rasern gesprochen und Verrückten und obwohl die Hälfte der Motorradfahrer meistens alle so alte Säcke sind wie ich. Ich rede ja immer nur vom Heizen, aber ich heize ja nicht wirklich, ne? Ich fahre nicht wirklich hier. Ja. Illegal durch die Gegend und missachte alle Verkehrsregeln oder sowas. Ne? Man kann ja ruhig so ein bisschen davon reden. Auch manchmal schöne, rasante Aufnahmen machen. Aber eben nur da, wo es dann auch erlaubt ist. Ne? Ich würde hier auch gerne auf diesen Straßen, was weiß ich, immer so richtig mit 60, 80 um die Kurven fahren und mich in die Kurven legen. Aber hier ist eigentlich nur 50 erlaubt. Und die fahre ich meistens noch nicht mal. Naja, und diese Verteufelung hatte ich in einem Video schon angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon hochgeladen habe. Wie ja, diese Diskriminierung von Motorradfahrern immer und das Einzug hält hier. Dass da mittlerweile schon Strecken gesperrt worden sind bei den Motorradnachrichten wird das auch schon berichtet auf der Internetseite von dem Agli, der hat auch schon Strecken eingezeichnet auf einer Karte, kann man sich angucken oder dann auch weitere Strecken berichten, wo auch schon Motorräder nicht mehr fahren dürfen. Und Wochenenden und Feiertagen und solche Sachen. Was für mich auch nicht richtig nachvollziehbar ist, was das soll. Klar gibt es immer ein paar schwarze Schafe, die dann auf irgendwelchen Strecken wie die Bekloppten heizen. Oder die ihre DB-Killer rausnehmen. Was ich auch nicht so richtig nachvollziehen kann. Mittlerweile müsste man noch irgendwie gemerkt haben, dass das uncool ist, mit so scheiß lauten Motorrädern durch die Gegend zu fahren. Aber naja, da hat ja jeder eine andere Meinung. Und wie gesagt, ich bin überhaupt kein Freund von Verboten. Müsste die Leute dazu erziehen, zur Eigenverantwortung, dass sie selber eben nicht heizen wie die Geisteskranken und mit lauten Motorrädern durch die Gegend fahren. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Naja. Und so hast du dann natürlich immer ein paar Idioten, wegen denen dann Strecken gesperrt werden und jetzt zum Teil schon auf richtig schönen Strecken sogar die Motorradfahrer nur noch 50 fahren dürfen, wogegen dann die Autos auf den Strecken mit 100 fahren dürfen. Was ich ja nun überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Das ist ja wie früher, wo du mit einer 25er
mit der Mofa nicht mehr auf dem Fahrradweg fahren durftest, sondern auf der Straße fahren musstest und die Autos an dir vorbeifahren. Das ist also hochgefährlich, sowas. Ich weiß nicht, wie man von dem Verkehrsministerium und sowas beschließen und durchsetzen kann, dass die Leute dann mit ihren Motorrädern nur noch dass sie dann nur noch 50 fahren dürfen und dann von Autos mit 100 überholt werden. Das ist nur eine Frage der Zeit, wann die Leute da platt gefahren werden und drauf gehen. Also bekloppter geht es ja mittlerweile gar nicht mehr. Hochgefährlich, sag ich da nur. Naja. Und da würde ich auch gerne mal wissen, was denn eure Meinung ist. Meint ihr, dass das dann irgendwas bringt, jetzt groß zu demonstrieren und aufzulaufen und Demos zu machen? Wo ich ja meine, dass das im Prinzip im Endeffekt gar nichts bringt. Und wenn man in die Geschichte guckt, dann hat, also Demos haben noch nie was gebracht. Das, was durchgesetzt werden soll, das wird dann so oder so durchgesetzt, früher oder später. Und von daher weiß ich auch nicht. Naja, klar, es wird Stimmung gemacht gegen die Motorradfahrer. Mittlerweile, ja, gehen dann eben alle Leute gehen auf einen los. Man muss noch nicht mal irgendwas gemacht haben. Man muss nur eine Kluft anhaben, ob Leder oder Textil. Oder auf dem Motorrad sitzen, vom Motorrad absteigen oder irgendwo mit dem Motorrad langfahren, dann wird man schon böse angeguckt. Also, naja, und wie gesagt, die meisten sind dann eben auch ältere Leute, ne? Sind gar nicht die Jungen. Also, irgendwie verkehrte Welt, in der wir mittlerweile leben. Aber das würde mich mal interessieren, wie ist eure Meinung? Schreibt das doch mal unten in die Kommentare rein. Vielleicht sehe ich das ja auch alles vollkommen falsch. Mag ja sein, aber im Endeffekt hat ja jeder sowieso seine eigene Realität. Naja, das soll es auch schon gewesen sein, Freunde. Zu diesem Thema. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in meinem neuen Video. Ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl.